Heute hatte Leo Geburtstag und Caillou war zu seiner Geburtstagsparty eingeladen. Guten Morgen, Caillou. Du musst aufwachen. Wir müssen uns für Leos Party anziehen. Ja, endlich! Ja, jetzt steh mal auf. Ich habe Leos Mama versprochen, dass wir ihm einen Geburtstagskuchen backen. Mama hatte schon alle Dinge rausgelegt, die sie für einen besonderen Kuchen für Leo benötigten. Okay, Caillou. Ich lese das Rezept vor und du fügst die Zutaten der Schüssel hinzu. Okay. Zuerst brauchen wir etwas Zucker und etwas Mehl. Caillou fand den Zucker und das Mehl und goss beides in die Schüssel. Gut. Was nun? Jetzt brauchen wir etwas Butter. Oh, da ist sie. Jetzt brauchen wir ein paar Eier. Dabei helfe ich. Eier sind zerbrechlich und wir müssen vorsichtig sein. Caillou beobachtete, wie Mama die Eier nahm und an der Schüssel aufschlug und ihr hinzufügte. Darf ich auch mal? Klar. Caillou nahm das Ei und klopfte es auf den Schüsselrand. Hey, das klappt nicht. Etwas kräftiger, Caillou. Ups, ging daneben. Schon okay, Caillou. Das braucht nur Übung. Caillou beobachtete Mama, wie sie den Kuchenteig vermischte. Er sah sehr lecker aus. Darf ich den ablecken? Das sieht so lecker aus. Während wir warten, dass der Kuchen im Ofen backt, können wir dir dein Kostüm anziehen gehen. Caillou und Mama erreichten die Party. Alle sahen in ihren Kostümen lustig aus. Hi, Caillou! Hi, Leo! Alles Gute! Danke! Cooles Astronautenkostüm! Danke! Dein Ritterkostüm ist auch sehr cool! Willst du jetzt Leo dein Geschenk geben, Caillou? Schau, Leo! Ich habe dir einen Kuchen gebacken! Ich habe ihn selbst dekoriert! Wow! Der sieht lecker aus! Danke, Caillou! Es war an der Zeit für Leo, die Geburtstagskerzen auszublasen. Wünsch dir was, Leo! Danke für den Kuchen, Caillou! Ich hatte noch nie einen besseren! Caillou war froh, bei Leos Party gewesen zu sein. Er freute sich besonders über den leckeren Kuchen, den er und Mama gebacken hatten. Heute machten Mama und Papa mit Caillou und Rosi einen sehr besonderen Ausflug in den Zoo. Da sind wir. Caillou sah sich die Karte des Zoos an. Er konnte viele Bilder von den verschiedensten Tieren sehen. Welche Tiere sollen wir uns zuerst ansehen, Caillou? Ich möchte den Elefanten sehen! Klingt toll, Caillou. Wo ist er, Mama? Caillou blickte sich nach dem Elefant um, aber konnte ihn nicht sehen. Haha, da ist er! Caillou mochte den Elefant. Er mochte vor allem das Geräusch, das er machte. Ich will einen Elefanten! Ich glaube nicht, dass wir genug Platz zu Hause haben, Caillou. Die sind zu groß.
Schaut, der Mama und Papa Löwe sind am Schlafen. Soll ich ein Foto von dir machen, Caillou? Ja, bitte. Sag Cheese. Hilfe! Keine Angst, Caillou. Das ist ein Babylöwe. Ich glaube, er will mit dir spielen. Das macht Spaß! Hi, ich bin Linda. Wie heißt du? Ich bin Caillou und das meine Schwester Rosi. Hallo Caillou, hallo Rosi. Wollt ihr zwei mit mir die Affen füttern gehen? Ja, bitte. Caillou war sehr aufgeregt. Er hatte noch nie einen Affen gefüttert. Die Affen essen liebend gern Obst und Gemüse. Warum legt ihr zwei nicht welches dort auf den Felsen? Schaut! Sie essen das! Hey, meine Kappe! Affe! Sie spielen auch gerne. Caillou, komm vom Baum runter. Wir müssen bald nach Hause. Ich bin hier, Papa. Das ist ein Affe. Oh, da bist du, Caillou. Sieh dir das an, Caillou. Das ist ein Elefant. Der hat die richtige Größe, um mit uns nach Hause zu kommen. Caillou hatte sehr viel Spaß im Zoo und freute sich, dass er einen eigenen Elefanten mit nach Hause nehmen konnte. Heute nahmen Mama und Papa Caillou und Rosi mit zu einem Freizeitpark. Caillou war sehr aufgeregt. Freizeitparks machten unendlich viel Spaß. Das wird heute der beste Tag überhaupt. Caillou fiel es schwer, sich zu entscheiden, mit welcher Fahrt er beginnen sollte, weshalb Papa die Achterbahn vorschlug. Du musst dich mal neben das Maßband stellen, Caillou. Warum? Du brauchst eine bestimmte Größe, um mitfahren zu dürfen. Bin ich groß genug? Yep. Rosi wollte auch mit der Achterbahn fahren, aber sie war noch zu klein. Das macht nichts, Rosi. Es gibt noch viele andere tolle Fahrten, die für dich sind. Fertig, Caillou? Bereit! Die Achterbahn begann sich langsam fortzubewegen. Sie fuhr höher und höher und höher. Wir sind ja ganz schön hoch. Das stimmt. Wir sehen den ganzen Park von hier oben. Ich hab Angst, Papa. Alles gut, Caillou. Halt meine Hand. Die Achterbahn war sehr schnell. Caillou fühlte den Wind in seinem Gesicht, während sie durch die Gegend sausten. Das ist klasse!
Hab ich, Caillou. Du warst sehr mutig. Caillou und Rosie fanden einen tollen Ort, um ein Foto zu machen. Schau, Mama! Rosie kann doch noch mit einer Achterbahn fahren. Wow! Das sieht so aus, als wärt ihr sehr schnell. Das stimmt, Rosi. Wollen wir da hin? Bereit, Rosi? Jetzt geht's los. Hört, Rosi! Lass uns um die Wette reiten. Caillou machte es sehr viel Spaß, mit der Achterbahn zu fahren. Aber er liebte es genauso sehr, mit der ganzen Familie auf dem Karussell zu fahren. Caillou war sehr aufgeregt, denn heute half Papa ihm und Leo dabei, etwas für die Wissenschaftsausstellung zu bauen. Okay, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Was bauen wir denn, Papa? Ein Raumschiff? Nicht so ganz. Wir werden einen Vulkan bauen. Cool! Vulkane sind super! Ich habe mal einen im Fernsehen gesehen. Wie machen wir's? Ich zeig's dir. Caillou beobachtete Papa, wie er eine Flüssigkeit in eine Plastikflasche füllte. Was ist denn das? Essig und rote Speisefarbe. Das brauchen wir, um die Lava zu machen. Das sieht aber nicht wie Lava aus. Nein? Na, schau mal her. Wow, das war super cool. Ja, genau wie echte Lava. Jetzt bauen wir einen echten Vulkan. Zuerst müssen wir die Flasche auf den Pappkarton kleben. Passt das? Perfekt. Nun zerknüllt das Zeitungspapier und klebt's auf die Flasche. Caillou und Leo zerknüllten das Zeitungspapier und Papa half ihnen, es festzukleben. Sehr gut. Jetzt wird's etwas klebriger. Tunkt einen Streifen Zeitungspapier in die Schüssel. Dann befestigt ihr ihn genau so am Vulkan. Caillou und Leo machten, was Papa ihnen gezeigt hatte und klebten alle Zeitungsschnipsel auf die Flasche, um den Vulkan zu bauen. Sehr gut, ihr zwei. Wir sind fast fertig. Jetzt malen wir ihn nur noch an. Für den Berg nehmen wir braun und grün für das Gras. Ja, und dann oben auf dem Berg etwas rot für die Lava. Vulkane bauen macht Spaß. Caillou und Leo hatten viel Spaß mit den Farben. Es sah aus wie ein echter Vulkan. Super, ihr zwei. Ich freue mich, ihn morgen auf der Wissenschaftsausstellung ausbrechen zu sehen. Heute war die Wissenschaftsausstellung und Caillou und Leo waren bereit, ihren Vulkan vorzuführen. Hallo alle zusammen. Wir möchten euch den Vulkan zeigen, den wir gebaut haben. Ein Vulkan ist so eine Art Berg mit einem Schornstein in seiner Mitte. Wenn in einem Vulkan zu viel Lava ist, dann kann sie so herausschießen. Oh nein! Caillou hatte sehr viel Spaß dabei, mit Papa und Leo einen Vulkan zu bauen. Tada! Er hoffte, dass er mal einen echten Vulkan sehen würde, aber dann eventuell aus einem sichereren Abstand. Caillou war im Garten und wartete auf seine Freunde Leo und Sarah, die zum Spielen kommen wollten. Schau mal, wer da ist, Caillou. Hi, Leo. Hi, Sarah. Was ist das, Leo?
Das Donutsamen. Donutsamen? Was können die? Ganz einfach. Du musst sie einfach im Erdboden verbuddeln und dann wächst daraus ein großer Donutbaum. Caillou hatte noch nie vom Donutbaum gehört. Wow, das ist Wahnsinn. Dann kann ich jederzeit Donuts haben. Wie geht's weiter? Jetzt müssen sie gegossen werden. Was machst du denn da, Caillou? Ich muss die Donutsamen gießen, sodass daraus ein Donutbaum wächst. Donutsamen? Ja, Leo gab mir die Donutsamen hier. Oh, Caillou, ich glaube, deine Freunde haben dir einen kleinen Aprilscherz gespielt. Einen Aprilscherz? Das ist ein Tag, an dem man sich aus Spaß veräppelt. Diese Donutsamen sind nur Müsli-Stücke. April, April, reingelegt, Caillou. Caillou war sehr enttäuscht. Er hatte sich sehr auf seinen eigenen Donutbaum gefreut. Ich werde nicht gern reingelegt. Schon okay, Caillou. Jeder wird am 1. April reingelegt. Spiel du doch mal jemandem einen Streich. Okay, das könnte ich. Caillou sah Rosi im Wohnzimmer mit ihren Bauklötzen spielen. Hey, ich kann Rosi austricksen. Pass auf, Rosi! Eine Spinne kommt auf dich zu! Lauf, Rosi, sonst wird sie dich kriegen! Was soll der Tumult? Ich habe Rosi nur einen Aprilscherz gespielt. Caillou, das war wirklich nicht nett. Rosi ist zu klein, um den Aprilscherz zu verstehen. Caillou war traurig, dass er Rosi verängstigt hatte. Er wollte nur wie Leo und Sarah einen Streich spielen. Entschuldige, Rosi. Ich wollte dir nicht Angst machen. Wie wär's, wenn ihr alle in die Küche geht? Mama hat etwas Besonderes vorbereitet. Wer will einen Lutscher? Ich! Ich! Warte mal eben! Das ist gar kein Lutscher! April, April! Hey! Du hast uns ausgetrickst! Willst du denn auch einen Lutscher, Rosi? Ja, Möhre! Caillou hatte viel Spaß dabei, mehr über den 1. April zu lernen. Er hoffte, dass aus seinen Donutsamen ein Donutbaum wachsen würde. Heute nahmen Mama und Papa Rosi und Caillou zum ersten Mal mit zum Zirkus. Caillou war sehr aufgeregt. Er konnte die Vorstellung kaum erwarten. Wann beginnt die Zirkusaufführung, Mama? Schon sehr bald, Caillou. Wer will Popcorn? Wer will Zuckerwatte? Kann ich bitte bestellen? Klar, was magst du denn? Caillou liebte Popcorn, aber die Zuckerwatte sah auch lecker aus. Beide bitte? Zu viel Zucker ist schlecht für dich, Caillou. Du musst dich entscheiden. Nicht. Ich will beide. Caillou wünschte sich, dass er Zuckerwatte und Popcorn als Abendessen essen könnte. Nimm doch süßes und salziges Popcorn gemischt. Dann ist jeder Biss eine Überraschung. Fantastische Idee. Das war süßes. Danke. Die Lichter gingen aus. Und Caillou sah einen Mann mit einem hohen Hut in der Mitte vom Zelt stehen. Wer ist das, Papa? Der Zirkusdirektor. Er ist hier verantwortlich. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, willkommen bei
dem wunderbar magischen Zirkus. Wir starten mit den tollpatschigen Clowns. Alle im Publikum lachten, als einer der Clowns Papa einen Streich spielte. Das war keine echte Blume, Papa. Nachdem die Clowns fertig waren, war es an der Zeit für die taumelnden Akrobaten, die eine Pyramide geformt hatten. Caillou fand, dass die Person an der Spitze sehr mutig sein musste. Zuletzt kamen die Tellerdreher, die Teller auf Stangen balancierten. Caillou war beeindruckt. Nicht einer fiel herunter. Kann ich auch ein Tellerdreher sein, Mama? Ja, ich hol dir welche aus Plastik auf dem Weg nach Hause. Die Vorstellung war vorbei und alle Künstler verbeugten sich vor dem Publikum. Caillou hatte jede Minute genossen, war aber nun traurig, dass alles vorbei war. Mama, kannst du mir zu Hause helfen, meinen eigenen Zirkus zu machen? Na klar, Caillou. Das klingt nach sehr viel Spaß. Damen und Herren, Jungs und Mädels, willkommen bei Caillous magischem Zirkus. Für meine erste Nummer brauche ich 2 Assistenten. Mama und Papa halfen Caillou bei einer Pyramide, ganz so wie die im echten Zirkus. Er fühlte sich auf der Spitze sehr mutig. Pass auf, Caillou, nicht fallen lassen. Caillou war sehr gut darin, die Teller drehen zu lassen. Nicht ein einziger fiel herunter. Wobei er vielleicht etwas Hilfe von Mama hatte. Caillou hatte etwas ganz Besonderes für das Finale geplant. Vorsichtig, Caillou. Der Eimer sieht wirklich schwer aus. Stell ihn ab, Caillou. Du tust dir noch weh. Vorsicht! Du hast uns ausgetrickst. Das war ein wirklich guter Trick, Caillou. Das war der beste Zirkus überhaupt. Super klasse, Caillou. Caillou hatte sehr viel Spaß mit dem eigenen Zirkus und konnte kaum erwarten, seinen Freunden seine neuen Tricks zu zeigen. Caillou spielte mit Leo am Klettergerüst fangen. Sie waren Piraten und Leo hatte sein Schiff gestohlen. Caillou wollte es zurück. Ah, du kannst dich nicht verstecken. Die Kinder brachten Mitbringsel in die Schule. Und Caillou war nervös, vor der Klasse zu sprechen. Okay, Caillou, du bist jetzt dran. Was hast du uns heute mitgebracht? Das Seil ist von meinem Opa. Ich hab's zum Geburtstag bekommen. Er liebt Angeln. An Wochenenden nimmt er mich mit und wir angeln. Vorsicht, Caillou. Fall nicht über Bord. Zum Angeln brauchst du 3 verschiedene Sachen. Ein Seil, Köder und einen Knoten. Und auch Geduld. Geduld? Das heißt warten, auch wenn du das nicht willst. So, nun brauchst du einen starken Knoten, damit der Köder nicht abfällt oder von Fischen abgefressen werden kann. Jetzt müssen wir nur noch warten.
Sobald Caillou sich an diese spaßigen Wochenenden erinnerte, war er nicht mehr so nervös. Er hat mir Angeln beigebracht, wie man einen Wurm an die Schnur macht und wie man ein Boot lenkt. Und vor allem, wie man diesen coolen Knoten hier macht. Oh. Seht, das Ende wird so darüber gelegt. Dann unter und über das hängende Ende genauso. Der Achterknoten. Echte Segler benutzen den häufig. Das war wirklich toll, Caillou. Da haben wir alle was gelernt. Das war super. Danke. In der Pause zeige ich dir, wie man... Caillou, zuhören. Ich möchte Leo draußen den Achterknoten zeigen. Nun, du musst dich gedulden. Dann lernst du was Neues. Papa und ich waren im Sommer segeln. Er hat mir dieses schöne Boot gekauft, damit ich mich erinnere. Wenn du langsam fahren willst, muss das Segel so aussehen. Und wenn du richtig, richtig schnell sein willst, dann muss der Wind ans Segel und zwar genau hier. Eines Tages werde ich um die ganze Welt segeln. Das war richtig toll, Klasse. Sieh, Caillou, es gibt immer was zu lernen und jeder kann ein guter Lehrer sein. Nun, Pause! Alle Kinder spielten draußen in der Sonne. Frau Martin sah sich lächelnd um. Sie sah Caillou und Jessie in einer schattigen Ecke vom Klettergerüst. Da kommt ein Sturm, Jessie! Wir müssen von hier verschwinden! Wir müssen schnell sein! Segel hissen, Caillou! Während Caillou und Jessie mit ihrem Modellboot durch die Luft segelten, wusste Frau Martin genau, was sie spielten. An einem wunderschönen sonnigen Tag beschlossen Mama und Papa, Caillou für ein Picknick mit seinen Freunden mit in den Park zu nehmen. Hier ist ein toller Platz für unser Picknick. Tut mir leid, Caillou. Ich habe deinen Zug nicht gesehen. Einsteigen! Komm schon, Rosi, steig in den Zug! Tut, tut! Sugar, 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 tut, tut! Oh nein, Vorsicht! Oh oh, wo steckt Rosi? Lieben, habt ihr vielleicht Lust, etwas Verstecken zu spielen? Ja, Verstecken spielen! Teilen wir uns auf. Ich gehe mit Rosi und Clementine, du kannst mit Leo gehen. Dann können uns Caillou und Papa suchen. Klingt spitze! Komm mit, Leo. Ich weiß, wo wir uns verstecken. Lass uns ein gutes Versteck finden, Rosi. Leo, Clementine, Mama und Rosi liefen alle los, um sich vor Papa und Caillou zu verstecken. Okay, Caillou, Augen zu und bis 10 zählen. 1, 2, 3, 4. Caillou lugte zwischen seinen Fingern hervor, um zu sehen, wo sich alle versteckten. Nicht schummeln, Caillou. Tut mir leid, ich wollte nur sehen, wo alle hingehen. Ich weiß, das verdirbt aber uns allen das Spielen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, wir kommen. Bleibt im Versteck. Papa, ich glaube, da ist jemand hinter dem Baum. Gefunden! Super, Caillou. Weißt du, wo Leo und Clementine sind? Noch nicht. Suchen wir weiter. Sie sind sicher in der Nähe. Caillou bemerkte, dass sich da etwas hinter der Parkbank bewegte. Gefunden! Oh,
Nach all diesem Versteckenspielen müsst ihr ja hungrig sein. Ich denke, wir sollten jetzt picknicken. Caillou saß auf der Picknickdecke und genoss sein Picknick. Bitte schön, Caillou. Wow, die ist ja riesig. Die schmeckt richtig lecker. Oh nein. Ups, alles gut, Rosi. Ich hole dir noch einen Saft. Papa schaute in dem Picknickkorb nach mehr Saft, aber es gab keinen mehr. Oh nein, alles leer. Schon okay, Rosi. Trink von mir mit. Du bist ein toller Bruder, Caillou. Ameisen. Nimm sie runter von mir. Und mir. Schon okay, Caillou. Die wollen sicher nur zu Rosis Saft. Ciao. Lasst uns woanders hingehen, wo wir keine Ameisen auf dem Brot haben. Schau, Rosi, dein Saft ist nicht verschwendet. Die Ameisen mögen ihn. Caillou dachte sich, dass die Ameisen bestimmt gut Verstecken spielen könnten. Vor allem, wenn sie nach etwas Leckerem suchten. Heute brachte Mama Caillou und Rosi zum Optiker, um ihre Augen zu testen. Mama, warum trägt man eine Brille? Brillengläser können Menschen helfen, besser zu sehen. Brauch ich eine Brille? Nun, das finden wir raus, Caillou. Der Optiker wird einige Tests mit deinen Augen machen. Caillou mochte die Vorstellung vom Testen seiner Augen gar nicht. Hi, ihr müsst Caillou und Rosi sein. Ich bin der Optiker. Meine Aufgabe ist herauszufinden, ob ihr eine Brille braucht oder nicht. Wie machst du das? Keine Angst, das macht Spaß. Komm rein und ich zeig's dir. Komm, setz dich einfach hin, Caillou. Was ist das? Das ist eine besondere Brille, mit der wir die Sehkraft testen. Wenn du Probleme beim Sehen hast, kann ich so die Linsen ändern. Wow, alles ist verschwommen. Wie ist es jetzt? Ja, das ist besser. Okay, Caillou. Ich zeige dir jetzt gleich Buchstaben. Und du musst mir sagen, welche es sind. Das ist A. Ja, das stimmt. Kennst du Worte, die mit dem Buchstaben A beginnen? Apfel. Apfel. Gute Antwort. Und dieser Buchstabe? Das ist K. Wie Karotte. Wunderbar. Mama sagt, Karotten sind gut für die Augen. Das stimmt. Wenn man viele Früchte und Gemüse isst, kann man den Augen helfen, gesund zu bleiben. Caillou fand den Sehtest sehr spaßig. Okay, Rosi, jetzt bist du dran. Caillou sah, dass Rosi etwas nervös war. Alles gut, Rosi. Macht Spaß. Okay, Rosi, kannst du erkennen, was da auf dem Bild ist? Wunderbar. Und was siehst du hier? Muu. Das stimmt. Ich denke, wir haben für heute genug getestet. Warum guckt ihr euch nicht ein paar Brillen an und ich sehe die Ergebnisse an? Mama, Caillou und Rosi sahen sich verschiedene Brillen an. Wie sind die hier? Groß. Ich sehe albern aus. Nun, wie ist denn die hier? Die ist cool. Die würde ein Astronaut tragen. Gute Nachrichten, Caillou. Ihr habt beide gut bei dem Test abgeschnitten. Du und Rosi, ihr braucht keine Brillen. Oh, aber ich mag die Brille hier. Bitteschön, die kannst du tragen, wann immer du willst. Super. Danke.
Danke! Caillou war glücklich, dass er eine gute Sehkraft hatte. Aber noch glücklicher, dass er die Astronautenbrille behalten durfte. Caillou und Rosie verbrachten den ganzen Morgen mit Lebensmitteleinkäufen mit Mama und Papa. Dafür durften sie sich anschließend jeder ein Spielzeug im Spielzeugladen aussuchen. Wow! Hier gibt's so viele Spiele, Rosie! Spiele, Spiele! Denk dran, nur ein Spielzeug jeder, okay? Schau, weiche Bälle! Die sehen ganz normal aus. Was ist an denen so besonders? Sie sind super! Wenn du sie drückst, verändern sie ihre Farbe. Aber du weißt nie, welche Farbe es wird. Einen gelben! Ich will einen gelben! Caillou sah, dass Rosie noch zu klein war, um die weichen Bälle selbst zu erreichen. Bitte schön, Rosie! Sag danke, Rosie. Danke! Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1, drücken! Wow, du hast recht, Caillou. Die Farbe verändert sich. Willst du das Spielzeug haben, Caillou? Caillou fand die weichen Bälle toll. Er wollte sich jedoch erst noch andere Spielsachen ansehen, bevor er sich entschied. Vielleicht sollten wir uns noch etwas umsehen. Hier gibt's vielleicht noch was Besseres. Caillou sah ein Mädchen mit einem Spielzeug, das er noch nie gesehen hatte. Hi! Was ist das, womit du spielst? Oh, ein Fidget Spinner. Du hältst ihn zwischen den Fingern und drehst ihn. Sobald er sich dreht, kannst du coole Tricks machen, zum Beispiel auf dem Finger balancieren. Probier mal. Caillou nahm den Fidget Spinner zwischen seine Finger und ließ ihn sich schnell drehen. Er machte ein zischendes Geräusch. Toll. Nun balancier ihn auf einem Finger. Das musst du wohl noch üben. Das macht nichts, Caillou. Probier noch mal. Bereit? Ich werde gleich loslassen. Ich hab's geschafft, Mama. Schau, wie es sich dreht. Fast wie ein Flugzeug. Sehr gut, Caillou. Caillou, schau dir das mal an. Das ist eine Spaghetti-Maschine. Zuerst müssen wir uns eine Farbe aussuchen. Aber ich dachte, Spaghetti sind braun. Das sind besondere Spaghetti. Sie können jede Farbe haben. Caillou hatte noch nie zuvor von bunten Spaghetti gehört. Wow, sogar blau? Na klar. Gelbe, gelbe. Danke, Rosie. Jetzt können wir bunte Spaghetti zum Essen haben. Caillou beobachtete Papa, wie er den blauen und gelben Teig der Spaghetti-Maschine hinzufügte. Weiter geht's. Jetzt musst du nur noch den Hebel runterdrücken. Wow, es macht ja wirklich Spaghetti. Die sehen aber lecker aus. Entschuldige, Caillou. Die Spaghetti sind nur zum Spielen und nicht zum Essen. Was will man mit Spaghetti, wenn man sie nicht essen kann? Wow, hast du das gesehen? Hey, ich bin Jessie. Hi, ich bin Caillou. Ich wollte das Auto fangen, doch es war zu schnell. Du warst aber nah dran. Es war schwer, schneller als du zu sein. Du hast ihn also gefahren. Darf ich auch mal? Wenn du den Knopf drückst, fährt das Auto geradeaus. Und mit den Knöpfen änderst du die Richtung. Sehr gut. Sei vorsichtig. Fahr nicht zu schnell, sonst geht's kaputt. Ups, tut mir leid. Schon gut, du warst schon nah dran. Ich helfe dir. Da bist du, Caillou.
Du darfst nicht einfach wegrennen. Wir haben dich gesucht. Entschuldigung, ich habe fahren gelernt und einen Unfall gebaut. Na, zumindest hilfst du, dein Chaos aufzuräumen. Caillou konnte hören, wie sich etwas im Ei bewegte. Hey, da ist ja etwas da drin. Was ist es? Eine Überraschung. In jedem Ei ist ein anderes Spielzeug. Und manchmal sogar Süßigkeiten und Aufkleber. Caillou fand die Idee von Überraschungseiern super. Mama, ich will ein Überraschungsei. Sehr gut. Rosi hat sich wohl auch entschieden. Okay, ich mach's auf. Deine Überraschung, Caillou? Ich hab viel Süßigkeiten, Smiley-Aufkleber und ein Spielzeugauto. Das klingt toll. Caillou war sehr glücklich mit seinem Überraschungsei. Jetzt konnte er zu Hause fahren üben.